Foto hochgeladen von ihrem Auto. Und wir sagen dann auch ein herzliches Dankeschön und einen schnellen Applaus für Sie alle, dass Sie mitgemacht haben und den Volksgegeben so ein Stückchen vorangebracht haben. Wir ziehen ganz, ganz schnell 202 WIN-Karten für ein Handspiel des VfB Wiesbaden. Vincent auch ziehen, die Kanaten sind hier alle drin. Wir haben sie ein bisschen auf Brettchen geschnallt, damit Vincent besser ziehen kann. Und 2 WIN-Karten gehen an die Kanzlei Merzes, Lauf und Partner. Dann ziehen wir gleich den nächsten, Vincent, also die, zieht dann oben. Und Christos Pixos, unser Freund Christos, gehen auch. 2 WIN-Karten für ein Heimspiel, das war ziemlich spannend. Gibt Ihnen weiter 2 Einsatzkarten für die Museum zu sparen. Ein ganz, ganz toller Gewinn. Ist das Vincent? So, Sebastian Gebung. Sebastian Gebung, wenn Sie da sind, 2 Einsatzkarten für die Museum zu sparen. Und die nächsten 2 Gegner, Björn Appel. Björn Appel, wenn Sie da sind, kommen wir auch mal drauf vorbei. Und jetzt der Hauptpreis, und da kommt die Werbung. Zur Verfügung gestellt von jemand von Salz Klaus. Was ist das? Das ist die ganz, ganz tolle Sache. Eine ganz tolle Sache. Das ist ein Ballonfahrt hier bei Main-Gebiet, das sozusagen über den Dächern von Wiesbaden ist und wirklich von Hause Wiesbaden kommt. Super. Wir sind also nicht ein Hauptpreis. Wir müssen noch ein bisschen beeilen. Die Musik ist schon wieder runter. Und da ist er. Thomas Haupt. Thomas Haupt mit dem Hauptpreis ein Ballonfahrt über Wiesbaden. Wenn Sie hier in der Halle sein sollten, dann schauen Sie doch mal schnell vorbei bei uns. Und mit Ihnen allen, mit den Gewinnern, würden wir gerne nachher noch ein Erinnerungsfoto machen. Also seien Sie so lieb und auch noch mal zu uns vorbei. Vielen Dank, Klaus, vielen herzlichen Dank für eine tolle